Leute, mache ich auch. Wenn das nächste Mal das Sofa durchgesessen ist, dann stricke ich mir einfach ein neues. Ist doch auch mal cool, dann sind wir mal woanders. Ich hätte sie jetzt sowieso eingeladen. Und dann vielleicht mal Händchen halten. Und dann vielleicht auch... Susul, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Wir sind wieder zurück im Hobbyküchen-Let's Play mit François. Heute jetzt übrigens mal ohne Facecam. Ich glaube, ich werde jetzt im Moment mal so ein bisschen Sims ohne Facecam aufnehmen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie euch das generell lieber ist. Ich finde jetzt tatsächlich, Sims ist nicht so das Spiel, wo die Facecam so ultra wichtig ist. Ich finde, manchmal kann sie sogar irgendwie ein bisschen stören, weil man an so vielen unterschiedlichen Stellen Menü hat, dass man gar nicht so richtig weiß, wo man die platzieren soll. Und genau. Macht es mir gerade momentan ein kleines bisschen leichter. Oder entspannter, sagen wir mal so. Wenn ihr mich weiterhin sehen möchtet, dann guckt doch gerne auf Kali Gaming oder in den Livestreams auf Twitch vorbei. So, was machen wir denn jetzt hier gerade mit François? Wo sind wir denn unterwegs? Der Gute, der hat keinen Bock aufs Regenwetter, aber wo sind wir gerade? Ich weiß nicht, wo wir sind. Was ist das? Ist das die... Ist das... Was ist das? In welcher Nachbarschaft sind wir denn hier gerade? Hä? Ist das noch die Vampir-Nachbarschaft? Nee, oder? Wo sind wir? Ich blick gerade nicht so richtig durch, wo wir sind. Ich muss mal... Ich gehe jetzt mal... Ach, hier sind wir. Wir sind in Glimmerbrook. Ach so, ach so, ach so. Ja, dann könnten wir auch theoretisch erstmal mit ihm nach Hause. Ich würde jetzt erstmal mit ihm nach Hause reisen und, Fähigkeitenverbesserung. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das heute noch gewuppt kriegen am Tag der Fähigkeitsverbesserung. Mal schauen, ob wir da irgendwas haben, was ja nicht mehr ganz so viel Training braucht, bis es verbessert ist. Gucken wir mal, was seine Fähigkeiten so sagen. Er muss ja eh noch das ein oder andere verbessern. Oh, guck, hier haben wir sogar gutes Wetter. Unternehmen, Stricken, Logik. Ja gut, ne, dann strick halt mal, würde ich sagen. Strickprojekt fortsetzen. Mach mal die schwarz-weiße Bärenmütze fertig. Die, die wir eigentlich schon mal hergestellt hatten und die ich dann beim letzten Mal außersehen verkauft habe, obwohl sie verschenkt habe, obwohl sie eigentlich verkauft gewesen ist. Aber warum... Aha, jetzt. So, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. So, dass wir wenigstens hier sein Dingens hier abschließen. Kann jetzt... Er kann Möbel stricken? Oh, Leute. Mache ich auch. Wenn das nächste Mal das Sofa durchgesessen ist, dann stricke ich mir einfach ein neues. Hä? Wie Möbel stricken? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Das ist ja komplett irre. Können wir uns hier nochmal um irgendwas kümmern? Nee, gerade nicht. Das ist schade. Können wir hier irgendwie... Ja, wir hängen mal einen Smaragd als Köder dran. Das würde ich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt machen. Vielleicht mal noch ein bisschen angeln gehen hier. Angeln muss er ja auch noch lernen. Und da ist er auch noch nicht so richtig weit. Wie weit ist er denn beim Angeln? Oh, oh ja, obwohl. Stufe 3,5 ist gar nicht so schlecht. Ich meine, die meisten meiner Sims, die können, stellen sich beim Angeln, glaube ich, blöder an. Gucken wir mal, ob er was Gutes rauszieht. Welchen Fisch brauchten wir nochmal für Ambrosia? Ich weiß es nicht. Ich hab's schon wieder vergessen. Aber das komplette... Oh. Ein Kaiserfisch. Ha, ich hab doch meinen Zettel hier über mir an der Pinnwand hängen, wo ich mir so wichtige, überaus wichtige Sachen für meine Let's Play-Folgen und für Streams aufgeschrieben habe. Aber im Endeffekt... Also wir müssen immer mal noch gucken. Wir müssen ja auch, hatte ich ja jetzt schon festgestellt, wir müssen ja auch mal irgendwie ins Weltall für das Blümchen. Scheinbar. Also wir müssen uns jetzt auch mal ein bisschen häufiger mit der Lana treffen, weil ich finde, die Lana McKinnon, die ist schon wirklich gut für ihn. Ich würde aber schauen,
Ich würde sie noch zu einer jungen Erwachsenen machen. Momentan ist sie ja eine Erwachsene und ich glaube, ich fände es cool, wenn die beiden im gleichen Alter wären. So, ich mache gerade das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Und das werde ich, glaube ich, das nächste Mal, wenn sie sich treffen, werde ich das machen mit dem Testing Sheets. So, verwenden. Hunger hatte eigentlich keinen mehr, dann können wir ihn ins Bett schicken. Was hat er für Wünsche? 500 Simoleons verdient, das kriegen wir eigentlich ziemlich easy hin. Das haben wir schnell gemacht. So, der Tag der neuen Fähigkeit war erfolgreich. Da wird er sich doch schön drüber freuen. Wie geht's den Pflanzen? Die ist außerhalb der Saison. Die Rose, das ist natürlich blöd. Und die Löwenmäulchen auch. Ja, nee, dann müssen wir erst mal gucken. Dann müssen wir eben noch mal ein neues Samenpaket spendieren. Und gucken, dass er was Neues anpflanzt. Weil so kann er jetzt überhaupt nichts mehr in Richtung Gartenbau lernen. So, ich würde ihn da auch gerne, dass er, also ich möchte, dass er sich da verbessert. Ich möchte, dass er sich da so weit verbessert, dass er halt auf Stufe 10 ist, weil dann kann er ja wohl die Schnitterblume auch aus den Packs rausbekommen. Zwar mit einer sehr, sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit existiert und das ist erstmal so die Hauptsache. Nein. Zack. So, wird verkauft. Computer. Mehr Auswahl. Bestellung. Samen kaufen. Ja, Blumen für Einsteiger, Früchte für Einsteiger, Gemüse für Einsteiger. Magische Pflanzen. Könnte man theoretisch auch machen, ne? Wir kaufen davon mal eins, wir kaufen von den Blumen mal noch eins und vom Gemüse kaufen wir auch mal noch eins. Da sind ja dann immer unterschiedliche Sachen drin. So, öffnen wir das mal. Kannst du mal bitte? So, was haben wir denn drin? Wir haben Alraun drin und wir haben Baldrianwurzeln drin. Naja, Begonien haben wir drin, Sommer und Herbst. Ich weiß nicht, wie viel die bringen. Aber ich pflanze mal ein paar an. Warum kann ich die da nicht ablegen? Verstehe ich jetzt nicht. Gut, dann legen wir die da hin. Was war noch drin? Ach so, nichts anderes. Da waren nur Begonien drin. Was haben wir da drin? In den Gemüsedingern. Pflanzt die schon mal an und dann gucken wir gleich mal. Ja, Leute, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das Hobbyküchen-Let's Play zu so einem Langzeitprojekt wird. Aber gut, ist jetzt so. Was haben wir denn drin? Taro-Wurzeln und Paprika. Also Taro bringt jetzt nicht so viel. Aber die Paprikas, die könnten wir. Warum kann ich das da nicht anpflanzen in dem Bereich? Das finde ich irgendwie komisch. Also wir geben ihm jetzt erstmal hier als Aufgabe, dass er bitte mal alles anpflanzen soll, was hier rumhängt. Rumliegt, wie auch immer. Und da hat er dann auch genug mit zu tun. So, alle gießen. Oh, wie praktisch, der gießt ja direkt mehrere. Okay, denen geht es jetzt soweit eigentlich ganz gut. Auch hier, soziales Bedürfnis wird verbessert, wenn er mit den Pflanzen redet. Stimmt. Und seine Gartenfähigkeit ja auch. Das hatte ich total vergessen.
Aber lass uns doch mal die Lana anrufen. Und. Oh, sie ruft schon an. Ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Ja, dann besuchen wir doch die Lana mal. Ist doch auch mal cool. Dann sind wir mal woanders. Ich hätte sie jetzt sowieso eingeladen. Dann machen wir das jetzt hier mal andersrum. Ist doch ganz cool, mal ein bisschen Abwechslung zu haben, denke ich. Oh. Ein Füchslein. Ja, aber ein süßes Häuschen hier. In der Stelle ein Sim. Ach, verflixt, warte mal. Ich hätte erst den Create Sim Full Edit Mode Cheat eingeben müssen. Das stimmt. Das habe ich vergessen. Warte mal. Ich gehe hier erstmal wieder. Die ist einfach so putzig. Die ist so putzig. Die passt einfach so perfekt zu François, finde ich. Die passt so perfekt zu ihm. So. Hairs Full Edit Mode. Was so? Ich glaube. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das gepasst hat. Ich habe keine Meldung bekommen. Ihr habt es gesehen. Ich habe keine Meldung bekommen, ob der Cheat angenommen wurde oder nicht. Aber das müsste eigentlich eher. Ja. So, guck. Jetzt ist hier eine junge Erwachsene. Und auch so schön mit den. Mit den Sommersprossen. Sie ist einfach so putzig. Ja, passt doch. Perfekt. Jetzt sind sie im gleichen Alter. Muss man natürlich nicht sein. Ich persönlich, ich finde es immer eigentlich ganz schön, wenn man im gleichen Alter ist für eine Beziehung. So grob. Von Gartenarbeit schwärmen. Guck, das wird dir doch auch gefallen. Wenn die hier. Wenn die hier so in dem Huch, wenn die hier ihren eigenen Hof hat. Romantisch, mal ein bisschen flirten. Ein Kompliment über das Aussehen fragen, weil sie heute so hübsch ist. Und körperliche Nähe, ruhig mal knuddeln. Und dann vielleicht mal Händchen halten. Und dann vielleicht auch den ersten Kuss erleben. Direkt erstmal gescreenshottet. Ich alte Spannerin hier. Er ist sehr kokett. Oh, guck, da geht der Bart an der einen Seite hoch. Baby macht in der Dusche. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Techtelmechtel im Viehstall. Oh, da kommt ja bestimmt jede Menge Heu aus in den Haaren wieder raus. Aha. Aber wir müssen das jetzt hier forcieren. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, dass die Gute bei uns einzieht. Wir können sie auch erstmal einziehen lassen und ihr danach mal noch einen Antrag machen oder so. Aber einfach, dass wir sieht, dass wir mit ihr, obwohl, wenn ich mir sie jetzt so angucke, dann passt sie eigentlich doch nicht so richtig in die Raumfahrtkarriere. Oh, es ist gar nicht so einfach, Leute. Es ist gar nicht so einfach. So, jetzt sind sie ein Pärchen, Leute. Oh, wie süß. Ach, schön. Nochmal knuddeln. Ach, guck, die beiden, die sind doch einfach so süß. Die sind einfach so goldig zusammen. Ich kann das gar nicht fassen, dass ich so einen perfekten Sim für ihn gefunden habe, ohne dass ich einen erstellt habe. Das ist einfach, die passen einfach, sorry, wenn ich das so sage, die passen wie Arsch auf Eimer.
Die sind einfach goldig, ihr Lieben. Heiratsantrag machen, dafür, wie gesagt, ich würde sagen, die beiden sollen erstmal zusammenziehen. Ich finde immer, das Zusammenziehen kommt vor dem Heiratsantrag. Man muss ja auch erstmal gucken, ob man im Alltag miteinander kompatibel ist. Oder? So, ihr Lieben, das war es jetzt aber erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Heute mal eine sehr romantische Folge, das, obwohl ja der Valentinstag schon eine Woche rum ist. Schön war's. Ich habe viel darüber nachgedacht und wollte dich fragen, ob wir zusammenleben sollen. Ja, aber ich möchte eigentlich nicht hier hinziehen. Ziehe ich dann hier hin? Um auf Haushalt verlassen und zum Umziehen zugreifen und... Klicke auf OK, um auf Haushalt verlassen und umziehen zuzugreifen und festzulegen, welche Sims in welchem Haushalt leben sollen. Ja, krass. Also ich möchte, dass sie zu uns zieht. Oh, perfekt, Leute. Das ist mir noch nie passiert. Ich bin auch nie von einem Sim gefragt worden, wollen wir zusammenziehen? Ich habe immer selber den ersten Schritt gemacht. Oh, sind die süß. Ich fasse es ja nicht. Oh. Ich fasse es ja nicht. Sind die beiden knuddelig? Und sie ist einfach so hübsch. Sie ist einfach so hübsch. Oh, das ist voll goldig. Ja, also das hier ist jetzt nicht mehr ihr Haus. Wir ziehen jetzt in die andere Nachbarschaft. Auch wenn es hier wunderschön ist. Es ist echt wunderschön hier in Hanford und Bagley. Also, ja, wäre eigentlich schon auch eine coole Idee gewesen, hier hinzuziehen. Aber, ja. Ja. Ja, also hier wäre es schon auch schön gewesen. Wäre schon auch schick gewesen. Na gut, also ich habe mich jetzt ja dazu entschlossen, ins andere Haus zu ziehen. Und ich denke, das ziehen wir dann auch weiter durch. Das war es jetzt aber wirklich für heute, Leute. Ich denke, jetzt wird nichts mehr passieren. Außer sie kniet jetzt vor ihm nieder und macht ihm just in dem Moment einen Heiratsantrag. Aber das denke ich jetzt nicht. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.